So, gar nicht lange rumgesaffelt, direkt rein ins Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wasteland. Wir werden jetzt gleich direkt von allen Seiten hier herzlich willkommen geheißen. Und freuen uns da natürlich tierisch gerade ein Ei aus der Hose. So, ich kann schon mal 4 Stück weiterlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Das heißt, wir gehen mal nach hier, hocken uns dahin und knallen dem einfach mal ganz fröhlich die Kugel in die Fresse. Hallo! Batsch! Blutung? Sehr schön. Wo? 125. Erster Treffer, zweiter Treffer. Ich gehe mal weg. Söchen. Dann ist noch die Angela dran. Die hat 2 Schuss frei und hat den letzten. Das wird nicht reichen. Die wird nicht zweimal 44 Schaden machen, denke ich mal. Oder vielleicht doch. Man weiß ja nie. Erstmal schön daneben schießen. Toll. Ach toll, 20 Schaden. Na, ganz prima. Dann nochmal ein Schritt zurück. Okay, der kommt näher. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein Scharfschütze und der knallt uns von da hinten erstmal ein Fort mit. Ist aber nicht gewesen. Schön, beide getroffen. Das freut mich immer. So, der Onkel da drüben hat seinen Raketenwerfer im Anschlag. Das finde ich jetzt nicht so geil. Daneben. Das hat Köpfchen abgefallen. Okay, ich möchte den Raketenwerfer nicht benutzen. Das Ding macht großes Bumm. Waffe wechseln. Okay, können wir nicht. Das heißt, Zug beenden. Eventuell kriegen wir den hier aber noch weggenatzt. Ladehemmung. Toll. Wie gut das wieder funktioniert hier. Toll. Na gut, wenigstens machen die nicht viel Schaden. Ne? Ich überlege, was die anderen immer so drauf haben. 32% nur, willst du mich verscheißern? So. Zug beenden. Ach komm, weg mit dir. Ih, da ist der Arm abgefallen. Treffer und Blutung. Ach, ist das schön. So, dann gehst du mal hier hin und dann triffst du ihn mal. Zug beenden, Zug beenden. Zug beenden, Zug beenden. Vielleicht reicht's ja. War klar, Zug beenden. Na, komm schon. Ach, leck mir. So, brav. Söhrchen, dann mal ein bisschen durchsuchen. Wie viele Erfahrungspunkte waren es jetzt? 105 ist okay, hätte mehr sein können. Aber es gibt auf jeden Fall mehr, als wenn wir flüchten würden. Sollten wir also eigentlich vielleicht dann doch besser mal nicht machen. Das ständige Fliehen. So ein Medikit für Pilz und ein Eisenbahnschienennagel. Ganz doll wichtig. Warte mal, die können wir vielleicht. Ah ne, warte mal, das war der goldene Gleisnagel, ne? Die Bekloppten da. Weißt du doch. Wo ist denn der Eingang hier? Hallo, Eingang! Da! Happy Birthday! Jo, damit wieder zurück auf die Karte, denn wir haben ja noch ein Date. Wir müssen ja noch mal nach Dingsbumskirchen. Haben wir den jetzt angezogen eigentlich? Inventory. Wir haben einen Strahlenschutzanzug Stufe 4. Ich mache nochmal ganz schnell eben speichern. Und dann laufen wir da rein, in der Hoffnung, dass es jetzt gut geht. Man weiß es ja jetzt gerade nicht so genau. Greetings, travelers. Are you looking for a safe path to the east? Do you wish to journey to the Monta and beyond? Then let the servants of the Mushroom Cloud be your guides. The Canyon of Titan is the only clear route through the radiation, and we guarantee your safety within it from west to east and back again. All that is required is a small donation to our temple, and your security is assured. If you can hear this message, you are almost to our canyon. Just keep heading to the east, through the great glow until you reach the safety of our canyon. May Titan's peace be upon you. Gut, wir haben es jetzt gerade empfangen, das Signal, dass wir in der Nähe des Canyons des Titans sind. Und diese merkwürdigen Geräusche gehen mir gerade ein bisschen auf den Hobel, deswegen gehen wir mal da rein. Dann hört es auf zu piepen, denke ich, hoffe ich, fürchte ich mal. Und gucken uns hier mal weiter um. Das ist der Weg nach Denford, wo wir dann, oder wie auch immer dieses blöde Dorf da heißen soll, falls es überhaupt ein Dorf ist. Könnte auch ein Hund sein oder
weiß nicht, Frikadellas Mutti. Und dann sollen wir irgendwo hinten bei dem Bastler irgendwo dann eventuell mal das Computerteil finden, um im Gefängnis weiterzukommen. Also, es ist jetzt gerade ein etwas längerer Queststrang. Ach, guck mal, hier ist die Route 66 übrigens. Wollte ich nur mal so anmerken. Und Kakerlaken hat's hier auch. Das ist schön, da freuen wir uns ein Ei ab. Und machen uns dann jetzt einfach mal weiter auf den Weg und gucken mal, wo uns dieser Strang denn so hinführt. Oh, warte mal. Ich sehe da was. Echo, this is Ranger Command. Come in. Priority call. Urgent. Temporary halt on progress to Demonta. Ranger Team Echo, can you read me? Do you copy? Echo 1, this message is for Angela Death if he's still turn to Ranger Command for new... Give me that mic. Come on, Snake. What are you doing to me? I'm on the trail of Ace's killers. I'm not turning around now. Angie, listen, we're picking up an advanced team that will be flying out to fix on that signal. I want you to leave. People behind Ace's death are anywhere. It's probably... Thank you, Snake. General, I really appreciate it. You're too good to me. Death out. Gen 4, Angie. Echo 1, listen. Lost signal. You appear in a dead zone. You may lose contact. 10-4 Echo. One last thing. The status on the Demonta radio. Good work, Echo. Dara will want to review return. Demonta ASAP. Another one. Review these broadcasts. Roger, Echo 1. Good. So. Wir haben jetzt gerade einen Funkspruch erhalten, dass wir gerade unsere Angela verloren haben. Was jetzt natürlich extrem prall ist, weil alle anderen Charaktere von uns einfach scheiße sind. So. Aber wir werden es hoffentlich, denke ich mal, auch ohne die so lange schaffen. Und naja, ich hab's gewusst, ich habe ja nachgelesen. Mir war bewusst, dass dieser Punkt kommen wird. Naja, konnte man jetzt nichts machen. Ich weiß auch, dass sie nie zurückkommen wird. Also sie kriegt jetzt ihr eigenes Echo zugeteilt und wird dann irgendwo auf die Suche nach Ace geschickt und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Aber wir haben natürlich einen Sanitäter dabei, denn das ist hier unsere, ne, kleine Chirurg Gentin und was, WLAN-Objekt um zu nutzen. Jopp, mach das mal. Ich hoffe, das klappt. Ich hätte speichern sollen. Ich habe gespeichert. Sehr schön, kritischer Erfolg. Doc, bist du in Ordnung? Fühlt er sich wieder gesund und munter und hat ein fröhliches Blitzen in den Augen. Ja, der sieht mir auch aus wie der Doc. Mit seinem, was ist denn das, Motorradtank unterm Arm. Großer Gott, das tut weh, ich lebe, ich dachte, ich wäre erledigt. Seid ihr nicht dafür verantwortlich, Ranger, dann stehe ich in eurer Schuld, die ich nicht begleichen kann. Als ich gesehen habe, wie dreckig das Messer für diesen Ausgebot der Hölle war, war ich mir sicher, na, weniger geredet, früher mal zusammengeflickt. Nicht, danke, ihr habt mir das Leben gerettet, wenn ich im Gegenzug irgendwas für euch tun kann, müsst ihr es nur sagen. Jo. Gut. Vorräte, was haben wir denn also? Das Schöne ist, wie ich auch schon erfahren habe, das Zeug, was er hier verdickt, das kostet uns alles einfach mal einen Apfel und ein Ei. Nämlich 3 Dollar, also eigentlich so gut wie gar nichts. So, wir kaufen natürlich alles. Denn wir haben ja, ne? Erstmal haben wir genug Geld und zweitens nichts zu verlieren. Und außerdem, naja, haben wir bestimmt noch irgendwie ein bisschen Ramsch, der raus muss. So, 14 Dollar kostet uns der ganze Spaß hier. Da können wir dann stattdessen auch einfach hier eine HK-33 reinstopfen. Die übrigens verbessert ist, die dann jetzt hier ein Fall für ihn hier wird. So, du verkaufst allerdings den Ghetto-Blaster und... Ey. Ich glaube, der will den Ghetto-Blaster nicht haben. Nö, will er nicht. Die Werfer will er auch nicht. Das heißt, wir kaufen ihm einfach alles ab für 14. So, Krankenhaus. Was ist mit dem Krankenhaus? Die Mönche mögen zwar verrückt sein, aber sie leiten. Eine herrliche Einrichtung. Die besten Doktoren in diesen Welten. Weiten, vermute ich mal. Ich kann eure Knochen richten und euch zusammenflicken, aber sie können Krankheiten kurieren, von denen ich nicht einmal den Namen kenne. Ja, man sieht sich, Ranger. Wer bist denn du hier hinten? Ach, das ist ja ein Pulsgewehr. Das ist ja schick auch, ne? Das kriegt dann mal hier direkt der Onkel wieder zurück und auch die Energiezellen. Okay. Ach, und das Ohr einer Kuh wollte ich auch schon immer mal haben. Das nehmen wir dann auch mal mit. Jürchen, der liegt da so rum. Der verletzte Cowboy. Den flicken wir gerade auch mal zusammen. Oh, sagt er. Da sage ich, brauchst du Pflaster?
Oh, 0%. Ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich haben wollte. Da glänzt doch noch was. Ah, schade. So, quatschen wir nochmal hier mit Jill Waits und sowas. Jilly Dilly. Eine gut aussehende ältere schwarze Frau mit breitem Lächeln. Sie hat eine, das heißt nicht schwarze Frau, hallo. Oder wie heißt das jetzt? Politisch korrekt. Man weiß es ja wieder nicht. Also sie hat einige kleine Wunden an ihren Händen und ihr Gesicht, aber sieht ansonsten unverletzt aus. Ich heiße Jill Jades. Ich und Howdy. Er heißt nicht wirklich Howdy. Wer mit den Jungs hierher, das ist so eine Siedlung auf der anderen Seite von Damonta. Damonta, so heißt er übrigens. Zumindest haben wir das, bis wir wegen den Plünderern untertauchen mussten. Deine Kühe sehen ein bisschen aufgeschreckt aus. Ja, aufgeschreckt und tot. Ja, wir bringen höllisch viel Zeit und brauchen Beruhigung und wieder auf den Weg zu bringen. Gottverdammte Plünderer. Was ist mit Howdy? Howdy ist mein Mann fürs Grobe. Er passt auf, dass die Jungs nicht aus der Reihe tanzen und hält uns die Plünderer vom Leib. Ärgert sich mächtig, dass diese Gauner uns überraschen konnten. Und hat eine ziemlich üble Laune deswegen. Einfach nicht beachten. Was kannst du uns über die Raider sagen? Diese Schweinepriester haben uns ordentlich den Arsch versohlt. Wären wir nicht hinter ihr hierher getürmt, hätten sie uns wohl komplett ausgelöscht. Gott sei gepriesen für den Frieden des Titanen. Aha. Wir haben die Plünderer dich erwischt. Eine Menge Plünderer liegen vor dem Canyon auf der Lauer. Sie sind in der Hoffnung, Karawanen von dem Erreichen der Sicherheitszone der Mönche überfallen zu können. Das Witzige ist ja eigentlich, man braucht einen Stufen 4 Strahlenanzug, um hinzukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von den Typen, die hier hinkommt, einen Stufe 4 Strahlenanzug hat. Genauso wenig wie wir einen hatten. Aber naja, egal. Lassen wir dieses kleine Detail einfach mal raus. Blablabla. Quäliger kleiner Ort. Plündern. Gibt es. Was ist mit Tribut? Was ihr mit Elijah in den Canyon des Atombesitzes habt, keine Ahnung von dem Tribut. Ihr bringt euch noch selber um. Dieses Gebiet wird von verrückten Mönchen beschützt. Sie sorgen dafür, dass es hier ruhig und friedlich bleibt, solange man ein Freund des Titans ist. Und der einzige Weg, ein Freund des Titans zu sein, ist, dem Tribut zu zollen. Boah, das sind ganz schön viele Textdialoge jetzt, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe. Aber egal. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen, weil ich glaube, da kommt noch einiges. Wir benutzen erst Samstag, jedermann weiß es, Sicherheitszone, Gebiet nach Osten, nicht die Verschreibzone. Also hinten ist unser Stück hinan, damit mich die Hölle führt. Abgaben. Das ist, die sind ein bisschen krank, ja. Durchaus. Ich habe es mir jetzt gerade mal so halbwegs durchgelesen. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob wir unterwegs auf der Reise Bart treffen. Und wenn wir ihn treffen, dann sollen wir ihn schon mal nach Damonta schicken. Okay, wir haben jetzt hier gerade ein paar Dialoge, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Ich lasse es mal lieber. Ich lasse es mal lieber, weil ich habe auch gehört, dass es dann ziemlich schnell ziemlich unschön wird. Und das würde uns möglicherweise die ein oder andere Belohnung kosten und das will ich nicht. Outpost 1 reporting. All clear. Outpost 3 reporting. All clear. Outpost 2 reporting.
Been seeing those lurkers again. I sent Brother Leary to investigate, but they disappeared. Couldn't find them. Report noted. Outpost 2, stay alert. 10-4 Titan Base. Outpost 2, out. Ja. Den Dialog haben wir auch schon wieder durch. Ich bin. Titan Base, this is Outpost 1. Come in. Go ahead, Outpost 1. Yeah, I need a replacement for Brother Ferris. He went to the Great Glow, defending a party of merchants from raiders. May Titan bless his passing. Indeed, Outpost One. May he become one with the Great Glow. Sending you Brother Kamisa Roja as a replacement. 10-4. Outpost One, out. So, ich hoffe dann jetzt mal, dass wir vielleicht jetzt endlich mal wieder, ne, auch mal weiterreden dürfen und hier ständig unterbrochen werden von irgendwelchen Leuten. Hier haben wir gerade eine kleine Cutscene gehabt, wo der Tom sich ein bisschen gegen den Plünderer gewehrt hat. Ja, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es war trotz wenig Gelaber meinerseits und viel Gelaber und Schrift spielseits doch einigermaßen interessant und es hat Spaß gemacht. Ich sehe mich auf jeden Fall dann jetzt mal in 3 Wochen in der nächsten Aufnahmesession wieder, weil ich denke, ich werde jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen einlegen und dann wird weitergemacht. Immerhin sind wir jetzt ja wenigstens mal schon mal aus dem Gefängnis rausgekommen und wissen, was wir jetzt machen sollen. Ich hoffe auch einfach, dass ich das in 3 Wochen noch weiß, was wahrscheinlich sowieso nicht der Fall ist. Aber naja, gut. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Däumchen nach oben, Kommentar da lassen wäre ganz nett und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als schönen Tag noch und ich habe noch andere Projekte, ne? Tschüss!